Russland steht jetzt in allen Schlagzeilen, wenn sich das geopolitische Klima tagtäglich verhärtet. Diese Woche bekommen wir eine Reihe russischer Wirtschaftsberichte. Edward Lukas, Senior Editor bei The Economist, ist an der Leitung, um seine Erwartungen von diesen Publikationen zu besprechen. Edward, die russischen Einzelhandelsdaten weisen seit April dieses Jahres einen Abwärtstrend auf. Von der heutigen Publikation wird ein Anstieg gegenüber dem Vormonat erwartet. Erwarten Sie auch, dass sich die Entwicklungen als positiv erweisen? Die russische Wirtschaft ist jetzt ein totaler Mischmasch. Darüber hinaus würde ich mich auf russische Statistiken nicht verlassen. Ich wäre überrascht, wenn irgendwelche positiven Entwicklungen zum Vorschein kommen würden, weil die Wirtschaft in Schleudern geraten ist. Das Anlegervertrauen ist rückläufig und die Sanktionen haben Kapitalflucht ausgelöst. No News, Good News. Dieses Motto müsste für die russisch-ukrainische Front gelten, denn gestern begann ein Erleichterungsaufschwung an den Aktienmärkten, sobald eine Deeskalierung des Konfliktes geahnt wurde. Es scheint auch inländische Warenpreise zu betreffen, da der Erzeugerpreisindex seit dem Jahresbeginn zunimmt. Ich glaube, Russland hat in den nächsten Monaten mit einer hohen Inflationsrate zu rechnen, weil Importgüter nach den Sanktionen teurer werden und sie können durch russische Produkte überhaupt nicht ersetzt werden. Russland bewegt sich in eine blinde Ecke, denn es hat Importsanktionen und der Westen hat Exportsanktionen verhängt und dadurch wird die Inflationsbasis auf der Verbraucher- und auf der Produzentenebene bewirkt. Es kommt merkwürdig vor, dass sich der Euro am Freitag verstärkte, während die russisch-ukrainische Krise eskalierte und am Montag schwächte er sich ab, als das Gefühl nachließ. Wie stichhaltig finden Sie die Theorie, dass russisches Geld im Vorfeld der Sanktionengefahr aus USD-Konten auf Euro-Konten überfließt? Ja, bestimmt ist bei den Russen Bewegung von USD-Konten weg zu beobachten, denn sie sind sich bewusst, dass die amerikanischen Sanktionen in Bezug auf das Zahlungssystem ins Leben gerufen werden und dass sie einer Geldwäscheuntersuchung in New York unterliegen können. Die Eurozone ist dagegen gegenüber potenziellen russischen Sanktionen im Energiebereich, und zwar Gasabschaltung im Winter, empfindlich. Aber das sind vorwiegend Verschiebungen auf Mikrokonten. Unsere Zeit ist leider um. Edward, vielen Dank für Ihre Kommentare. Morgen analysiert Alex Eisert den deutschen PPI. Bis dann.